haben die Qual der Wahl. 17 Rennen, 17 Rennstrecken. Welche nehmen wir denn? Also wir werden eine nehmen, die es im aktuellen Formel 1-Kalender nicht gibt. Oder zumindest nicht mehr in ihrer aktuellen, in ihrer 2001er Form. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Manipur. Und dann nehmen wir Thomas Enke. Warum nehmen wir jetzt ihn? Ich habe einen Hintergedanken. Wir nehmen nicht Heinz-Harald Frenzen, weil er der bessere Fahrer ist, und es ist ja gewissermaßen so eine Grundregel von mir. Nimm nie den schwächeren Fahrer als Teamkollegen, damit die Herausforderung cooler ist. Aber ich nehme das Team, weil wir jetzt in der T-Kamera ein gesamtes Rennen fahren. Und der Prost, der sieht in der T-Kamera am schönsten aus, wie ich finde, in diesem Spiel. Das ist so ein schönes Auto. Schönes Dunkelblau mit Rot. Überhaupt eine schöne Form. Manikur. Schaut euch mal alle Autos an. Die sehen alle irgendwie schön aus. Aber ich finde den Dunkelblauen am schönsten. Oh, Leute. Ich könnte jetzt ganz innen fahren und vielleicht noch einschnupfen, aber das ist halt ein KI-Schwachpunkt. Die Innenbahn beim Start. Vorsicht, hier ist eine leichte Knickung. Okay, ich habe zu früh gebremst. Aber besser zu früh als zu spät, da vorne gab es eine Berührung. Nicht nach außen. Oh, je, Entschuldigung. Komm, fahr wieder vorbei. Das war nicht nett von mir. Boah, die schnellen Kurven, wie ich die vermisse in Manikur. Ich meine, ich vermisse die ganze Strecke, aber diese schnellen Ecken hier. Scheiße. Vermisse ich ganz besonders. Letzter. Wäre da... Wow. Grafikfehler. Wäre da... Hier, schaut mal. Nicht Wiese, nicht Kies links. Wäre da eine Auslaufzone gewesen, hätten wir weniger Zeit verloren. Ich bin für mehr Kiesbetten überall und überall. 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 Scheibenkleister. Boah. Grafikfehler, okay, der kommt wahrscheinlich durch den Patch, den habe ich noch nie gesehen auf dieser Strecke. Der dicke Block da rechts gerade wieder. Ah, ich weiß, warum ich gerade so schnell war, weil ich zu schnell war. Gegenüber dem Benetton, ja, habe ich ganz schön aufgeholt, weil ich zu schnell war. Puh, das ist ja übel. Aber immer noch besser oder erträglicher als ein Spielabsturz. Sind wir aber ganz weit hinten. Hätte vielleicht eine Strecke nehmen sollen, die ich schon oder noch besser kann, aber ich muss euch auch mal wieder Manikur zeigen. Mir fehlt halt das Feingefühl und natürlich auch das Fahren mit Lenkrad. Das ist einfach genauer. Aber allen voran fehlt mir dann doch das Feingefühl auf dieser Strecke, weil ich sie einfach schon lange nicht mehr gefahren bin. Der Sepang International Circuit ist auch sehr anspruchsvoll und damit auch schwer mit Tastatur zu fahren. Aber den kenne ich noch besser als Manikur. Puh. Den Abstand zum Vordermann können wir jetzt nicht irgendwo ablesen. Das gibt es hier außen nicht. Man sieht zwar oben rechts Runde 2 von allen. Platz 22 oben links, ganz oben die Rundenzeit, aber Streckenkarte sieht man hier auch. Aber Abstände zum Vorder-Hintermann sieht man hier nicht. Dafür muss man dann auf einer Geraden
Scheiße. Umschalten und den Wagen verlieren. Ich wollte sagen, diesen hier machen. Ach, herrje, wir starten das Rennen nochmal neu. So, mehr Konzentration. Ich hatte gerade mein freies Training. Ein paar Runden zum Eingewöhnen. Startkontrolle oben links aus. Das Symbol, die Rakete habt ihr gesehen. Da kann man den Wagen auch mal aufdrehen. Wenn ich jetzt Vollgas gebe, Maximum. Ich darf bloß nicht Vollgas geben, wenn die letzte Lampe leuchtet, die letzte rote, weil dann machen wir einen Fehlstart. Ich will nicht links vorbeiziehen. Boah. Ja, die KI beim Start in Grand Prix 4 ist auf jeden Fall eigenartig. Keine Frage. Hier ist vorhin jemand abgeflogen, mitten auf der Geraden. Wer könnte das gewesen sein? Ja, anderes Rennen, aber wenn man das Spiel nicht neu startet, bleiben bis zum gewissen Grad diese Reifenspuren weiterhin auf der Strecke. Auch wenn man ein anderes Rennen startet. Da war jetzt wieder dieser automatische Lenkhilfe im Spiel. Ich bin da jetzt nicht selbst so blöd gefahren, ich konnte gerade nicht lenken. Das ist eine Lenkhilfe fürs Fahren mit Tastatur, damit man halbwegs sanfte Bewegung hinbekommt beim entweder voll einlenken oder halt gar nicht lenken. Das ist halt der Nachteil mit Tastatur. Kann man beim Lenkrad auch aktivieren, diese Lenkhilfe. Beim Fahren mit dem Lenkrad geht das, man kann es aber eben auch deaktivieren, wie man es gerne möchte. Ich könnte auch mit ABS fahren, aber dann fahre ich lieber so mit quietschenden Reifen. Boah, diese erste Kurvensektion hier, die ist so geil in Manicur. Generell die Strecke ist so geil, oder? Kennt ihr die Strecke? Spätestens jetzt kennt ihr sie. Und wie findet ihr sie? Mist. Entschuldigung. Ich bleib hinter ihm. Warum bist du jetzt hier so langsam? Weil die Innenbahn gerade von Minardi blockiert ist, oder wie? Was ich halt gar nicht gerne mache in Grand Prix 4, die KI überholen, wenn ich sie gerade angestupst habe, auch wenn es bloß ein ganz leichter Stupser war, weil das beeinträchtigt sie schon sehr. Sollte man ja auch nicht machen, die anderen Autos anstupsen. Deswegen sehe ich zu, wenn ich jemanden anstupse, fahre ich nicht an ihm vorbei. Das sind halt so Grundsätze, die man einfach handhaben muss in Grand Prix 4, wenn man ordentliche Rennen haben will, weil hier gibt es keine Rennleitung, die sowas zum Beispiel bestraft. Wie ihr es in meinem ersten kläglichen Versuch gesehen habt, in Monza mit hier das Schadensmodell austesten, im Minardi Lücke finden, da gab es oben links eine schwarze Flagge, weil wir zu schnell in die Kurve rein sind, gewissermaßen abgekürzt haben, haben wir eine Strafe bekommen, ich glaube 10 Sekunden nicht Vollgas fahren können. Irgendwas 100 oder so. Eine Autobremse gibt's da. Das ist die einzige Strafe, die es von der Rennleitung geben kann. In diesem Spiel. Das ist so cool, dass man einfach diese Spuren weiterhin auf der Strecke sieht. Da wurde auf die Strecke Geschichte geschrieben mit den Reifen. Unser Dreher auf der Geraden, den kann man jetzt noch nachlesen. Das ist so cool. Das ist so eine geile Strecke, so viel Kies auch neben der Strecke. Aber allen voran solche coole, solche coole Kurvenkombinationen. Schaut euch mal das hier hinten an. Manicur hat keine gute Infrastruktur. Was auch immer ein Problem war bei den Rennen, wie die Fans und überhaupt alle hingekommen sind. Ich meine, schaut euch mal hinten die Umgebung an. Da hinten ist einfach Land. Da ist alles grün. Das ist eine Strecke mitten in der Pampa, aber es ist eine verdammt geile Strecke mitten in der Pampa. Hallo, Frenzen. Scheiße, wieder zu schnell.
Park noch ganz. Da kommt einer an, aber der ist weit genug hinten. Zwei kommen da an. Ich bin ja dafür, dass die echte Formel 1 in Manicourt und Le Castellet fährt. Zweimal in Frankreich, ja, aber ich finde die beiden Strecken vom Layout her einfach genial. Wenn man sich entscheiden muss, Le Castellet oder Manicourt, ja, dann bin ich auch für Manicourt, aber ich würde gern beide im Rennkalender haben. Ich fahre sie beide sehr gerne. Ach, Wiese. Darauf beschleunigen ist echt nicht gut. Jetzt war da wieder Kampflinie, das kostet uns beide Zeit. Kein DRS, kein ERS, einfach nur V10-Motoren. Und das, was ihr gerade an seinem Heck seht, ist kein Grafikfehler. Das ist einfach das Schattenmodell, nicht Schadenmodell. Oh, der Hintermann war im Rückspiegel zu sehen, der ist dran. Das ist einfach, wie das Spiel Schatten simuliert. Texturen verändern sich an den Autos. Schatten unter dem Auto gibt's und der verändert sich auch. Je nachdem, wo das Auto gerade steht. Im Vergleich zur Sonne, Mist. Wieder den Fehler gemacht, hier zu schnell rein. Jetzt habe ich die Nase beschädigt. Ja, Jeff, alles klar. Nee, okay, alles klar heißt das. Ja, jetzt konnten wir ihn noch überholen, aber beim Anbremsen, auch in den Kurven, sind wir jetzt arm dran mit einer kaputten Nase. Entschuldigung. Hier war das mit Anstupsen und nicht vorbeifahren. Jetzt zieht er davon, weil wir nicht mehr so viel Abtrieb haben. Auf der Geraden haben wir jetzt weniger Windschatten. Luftwiderstand, will ich sagen. Und die KI ist natürlich etwas zu schwach. Fürs Abtrieb fehlt. Können Sie mal die Boxeneinfahrt hier angucken? Da gibt es auch einen Assistenten, der hilft einem hier beim Finden. Wie lahm. 50 km/h. Mit Lollipop, Mann, ey. Den vermisse ich so sehr in der Formel 1. Reifen sind gewechselt worden. Erster Gang. Es wird sogar nachgetankt. Bei Bedarf. Beginne Datenaufzeichnung nach Stop. Manicourt. Da fällt mir gerade ein, jetzt wo ich diese Szene da gesehen habe. Zwischenfall, also. Ich hatte gerade Probleme. Ja, da hatte auch jemand anderes Probleme. Das war doch ein Minardi, der mal den Tankschlauch mitgenommen hat. Welches Jahr war das? 2005? 4? Minardi ist 2005 noch gefahren, ne? Mark Webber, das war 2005 mit dem Punkt in Australien. Ich glaube 2005 war es. Es gab auf jeden Fall mal einen Minardi, der in Manicourt den Schlauch mitgenommen hat. Ja, das hat er auch einen. Hat auch einen Felipe Massa 2008 gemacht in Singapur, aber da bei der Ausfahrt kam mir gerade diese Erinnerung reingeschossen mit Tankschlauch, Problem am Boxenausgang. Ich will gucken, wie weit der Vordermann weg ist, deswegen bleiben wir jetzt mal kurz im Cockpit. Zu schnell rein. Eine Kurvensektion, die man mit 280 Sachen anfährt. Geil. Gott, 21. Vielleicht holen wir noch einen. Wenn ich keine Fehler mache, dann kann ich mir das gut vorstellen, weil die KI etwas zu schwach eingestellt ist. Aber mit Ass würde ich hinterherhinken mit dem dunkelblauen Flitzer. Oh, der Hintermann, der blaue Flaggen.
gar nicht so einfach. Ja, diese komischen kleinen Bremsspuren vor Kurven, das sind unsere überwiegend. Wegen Vollbremse oder Nichtbremse blockierende Räder. Hier in den Kurven sieht man keine Spuren, naja, fast keine, außer ich verzögere hier mal. Wir können auch mal so gucken, wie weit ist der Vordermann weg? Okay, gerade bei dem kleinen Knick nach der Spitzkehre. Hier hinten war das. Mal gucken, wo der nächste Runde ist. Dafür müsste ich aber auch an der gleichen Stelle wieder zu umschalten. Ihr seht es ja immer, wenn Rauch aufkommt, dann bleibt das Rad stehen. Dann kreieren wir auf der Fahrbahn eine Bremsspur. Und die Dinger bleiben halt. Die verschwinden nicht wie bei Codemasters nach einigen Runden. Früher hatte ich es, dass in den letzten Runden bei 100% Rennen auch diese Spuren... Oh, ist jemand ausgeschieden, gelbe Flagge. Was Verstappen. Früher hatte ich es auch immer in den letzten Runden beim 100% Rennen, dass die Spuren dann auch verschwunden sind. Da kam das Spiel wohl nicht mit klar, da ist wohl irgendein Speicher vollgelaufen. Ein spielinterner Speicher. Auf jeden Fall sind die Spuren dann immer gegen Rennende unscharf geworden, man konnte keine neuen setzen. Hier hat es echt jemanden auf der Geraden weggedreht. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo der Vordermann ist, aber schaut mal, auf der Streckenkarte sehen wir ihn ja auch schon. Oh. Der Fahrer überhaupt ist unter uns. Quietsch, quietsch. Ja, der Grafikfehler ist zwar nicht schön, aber es gibt schlimmere Fehler im Spiel. Bei Codemasters würde ich mich darüber aufregen, aber hier bei Grand Prix 4, das Spiel wird bald 20. Und es läuft als Windows XP-Spiel auf Windows 10 mit einem inoffiziellen Patch. Oh, da ist ja schon der Minardi. Das ging doch schneller als gedacht. Da finde ich es nicht so verwerflich oder schlimm, wenn es hier mal zu so einem Grafikfehler kommt, der ja auch zum Glück nicht durchgängig da ist. Der beeinträchtigt auf jeden Fall nicht das Fahren. Dadurch brauche ich keine Fahrfehler. Nee, die Ausrede zählt nicht. Ja, nur Trulli auch aus dem Rennen. Das war schon wild. Er ist noch innen. Jetzt ist er weg. Man kann auch die Rennstrategie im Rennen ändern beim Boxenstopp. Da kann man einstellen, wie viele Tankrunden man möchte. Das geht während des Boxenstopps, weil man ja mehr Zeit in der Box verbringt. Nicht bloß 2-3 Sekunden. Reifenwechsel und Nachtanken, wenn man ein entsprechend langes Rennen fährt, wo nachgetankt werden muss, lässt einem die Zeit, die Möglichkeit, während des Tankens die Menge zu bestimmen, falls man im Rennen seine Strategie noch ändern möchte. Man kann sie auch voreingestellt eben individuell einstellen. Aber ja, diese KI-Fahrerstufe, das merkt man auch hier gerade ganz besonders, ist auf jeden Fall ein Nachteil gegenüber F1, gegenüber den aktuellen F1-Titeln. Diese detaillierte KI-Fahrerstufe bis 110 gab es ja mit F1 2017. Das ist so ein geniales Spiel. Allen voran, weil die Autos da auch noch ziemlich cool aussahen. Im Vergleich zu den späteren Jahren. Und es war halt auch das erste Spiel, wo es einen Entwicklungsbaum gab, so einen detaillierten. Und Fahrerwechsel. Fahrerwechsel gab es auch, oder? Scheibenkleister, mal wieder zu schnell. Oh, der Wagen abhebt.
Ferrari hinter uns. Ich gebe auf Platz nicht vor einer Kurve, habe ich vorhin gelernt. Wieder gelernt. Das hält den Ferrari jetzt auf, aber so kostet es uns noch relativ wenig Zeit. Ich muss mehr vom Gas gehen, damit er deutlicher vorbeifährt. Hat der jetzt auf der Geraden gelupft? Wir gucken gleich mal. Pause. Ich trinke mal währenddessen was. Nee, wir waren einfach zu schnell. Der ist Vollgas an uns vorbei. Da, wo man die Wiederholung beendet, da kommt man auch raus. Deswegen aufgepasst. Beim Wiedereinstieg ins Fahren. Wir fahren gleich noch 4 Runden. Den Vordermann, nicht den Ferrari, den wollen wir auf jeden Fall noch bekommen. Jos Verstappen ist ja ausgeschieden, also ist das Enrique Bernoldi, der Brasilianer im Arrows. Ah, die letzte Saison von Arrows, das war so ein cooles Auto und das Auto hatte Potenzial, aber das Team hatte kein Geld mehr. So bitter. Aber das Auto sah erstens cool aus, das war von der Form her und auch von der Lackierung einfach verdammt schick. Und das Auto hatte Potenzial. Wir können locker mit dem Ferrari mithalten auf dieser KI-Fahrerstufe. Ich sag KI-Fahrerstufe, weil ich da einfach von Codemasters ganz schön, ja, etwas gewohnt bin. Hier heißt es ja einfach nur Schwierigkeitsstufe. Diese Spur, aber da halte ich ganz oft meine Linie. Diese dicke Anbremsspur vor dieser Rechtskurve, die ist von uns. Und da halte ich meistens meine Spur und bremse immer auf der gleichen Stelle an, wie hier. Deswegen ist es da besonders dunkel, ganz schön dick. Oh Gott, Kies, wer baut denn das da hin? Wahrscheinlich der Kiesbettenbauer. Also Bauer im Sinne von hier Bauer auf dem Land. Da bist du angebaut. Nicht Bauer im Sinne von Bauarbeiter. Mm-mm. Jetzt sieht der Ferrari doch etwas davon, einfach mit dem Fahrfehler gerade in der letzten Kurve. Hintermann ist schon weit, weit weg. Wow, das war jetzt sehr schnell. Der Eingang in die schnelle Schikane. Sehr schnell, ja. Einen weiteren Vordermann bekommen wir nicht mehr. Wir bekommen vielleicht nochmal Besuch von hinten. Naja, auch nicht, der bleibt hinter uns. Diesen Grafikfehler sieht man aber auch nur, wenn man in einem bestimmten Winkel fährt. Jetzt habe ich die Linie nicht ganz getroffen, wo schon so viele Treffer liegen. Oder Treffer getroffen wurden. Nicht zu früh Gas geben, das war grenzwertig. Die Kurve ist gemein, man denkt, man kann da so früh aufs Gas steigen, aber Pustekuchen.
Landschaft da hinten ist bloß eine Textur, eine einfache Textur, aber sie reicht aus. Und sie sorgt für eine gute Stimmung. Da hinten könnte einfach nur blauer Horizont sein, das wäre halt nicht so cool. Hallo, grauer Horizont, eckiger, da schon wieder Horizont. Ganz andere Linie hier. Ja, ist schon die letzte Runde, weil wir wurden ja schon einmal berundet. Fällt mir gerade so ein. Achtung. Ein Sieg durch. Hä? Ach nee, oh. Okay. Ja, das Problem ist, meine Anzeige oben rechts von der Rundenanzahl wird von meinem Aufnahmeprogramm überdeckt. Wir fahren 18 Runden, sehe ich gerade, nicht bloß 16. Die Anzeige von meinem Aufnahmeprogramm mit Bilder pro Sekunde und wie lange das Video schon geht, hängt oben rechts. Dann kriegen wir den Vordermann ja doch nochmal vor die Nase, wenn kein weiterer Fahrfehler gebaut wird. Ich merke aber auch, wie das Fahren hier, ich glaube, das liegt nicht bloß an der Strecke, dass wir hier so relativ schnell, wenn wir keine Fahrfehler machen, unterwegs sind. Ich glaube, das liegt auch an dieser Kameraperspektive. Man hat einfach mehr Übersicht. Ich denke, in der Cockpit-Perspektive wäre ich langsamer. Probieren wir es mal aus. Oder vielleicht auch jetzt nicht mehr, weil ich mich schon etwas an die Strecke gewöhnt habe. Hier gehen sie auch Vollgas durch, aber hier sind sie zum Beispiel langsamer. Jensen Button, keine Sekunde vor uns. Ha, wir sind im DS-Fenster. Gibt's hier zum Glück nicht. Bernoldi ist jetzt über die Linie. Er fährt schon Kampflinie der Button. Wow, da vorne wird schwer bremst. Muss ich mir angucken. Alex Jong war das. Hat er den Vordermann berührt oder hat er einfach so ein... Okay, berührt. Wagen kurz ausgehebelt und Räder stehen. Gute Fahrzeugbeherrschung, dass der Wagen nicht abgeflogen ist. Seht ihr, wie unscharf die Bremsspuren sind? Das liegt aber nur in dieser Perspektive. Ist das coole KI, die... Ja, die am hinten drauf fahren kann, aber authentische Fahrfehler. Das ist das, sind die beiden Stichworte. Authentische Fahrfehler. So, wieder in die Cockpit-Perspektive. Wir haben zu viel Sprit mit. Wie der Wagen vor uns mal kurz ausgeblendet wird. Ja, hier kann ich die Maximalrundenanzahl besser erkennen. Da klebt nichts drüber. Wie gesagt, das sind keine Grafikfehler an den Autos, wenn wir das Heck vom Button sehen. Das ist... Ah! Nasenschaden. Vordermann weggeschoben und überholt. So macht das die Codemasters KI gerne. Und ich mach's nach. Versuchen Sie zurückzukommen. Nee, Rennenende. Ich will nochmal einen Donut machen. Diesmal bitte ohne böse andere Autos, die uns kaputt fahren. Muss mich beeilen, weil gleich kommt der Letzte ins Ziel. Achtung, wir sind hier. Das ist so geil. Das geht in F1 von Codemasters nicht. Jetzt sind wir auf der Wiese. Ich hoffe, hier gibt es diese Einblendung. Rennen beendet nicht, oder? Rennen wird gleich beendet. Entschuldigung. Alle Räder noch dran bei uns. Ich will nur meinen Spaß haben. Wenn jetzt jemand das Rad, was da liegt, mitnehmen würde,
Er würde bei einer entsprechenden Geschwindigkeit sein Fahrzeug beschädigen. Ja, das Teil wird irgendwann despawnen. Oh. Ja, wie gesagt, die Anzeige mit Rennen wird jetzt beendet, weil der letzte Ziel ist, kommt hier nicht bei der TV-Kamera. Nicht T-Kamera, TV-Kamera. Ich sag auch gerne mal TV-T-Kamera. Fahrer beste Runden. Ja. Scheint aber doch zufälliger, glücklicherweise auch an der Rennstrecke zu liegen, weil wir fahren ja auf dieser Schwierigkeit gerade nicht zum ersten Mal. Und jetzt sind wir, wie weit aber auch Schumi vom nächsten weg ist. Also nicht uns, sondern vom nächst eigentlich schnellsten. Über eine Sekunde mit der schnellsten Rennrunde. Wie gesagt, schnellste Rennrunde, nicht irgendein Schnitt oder irgendwie sowas. Das ist nur die schnellste Rennrunde, die persönliche. Wir müssen auf volles Rennergebnis gehen und dann sehen wir, dass er 17 Sekunden auf David Coulthard rausgefahren hat. Coulthard. Also pro Runde fast eine Sekunde. Radverlust bei Jos Verstappen. Nicht so ein Radverlust wie gerade der Jaguar, den wir da beim Donut drin erwischt haben. Nein, wirklich ein mechanisches Problem. Wo das Rad dann zumindest in Grand Prix 2 eiert. Ja, nur Trulli hat den Getriebeschaden. Was ich euch auch noch zeigen muss. G-Pedia. GPA. Adia. Da kann man Sachen nachlesen. Formula One is very much a team sport, and nowhere is this better demonstrated than during the pit stop. More than 20 members of a race team must complete the well-drilled routine to service the car in the shortest possible time. Speed and accuracy are essential, as overtaking on the track has become so difficult that a well-timed, efficient pit stop can often be the team's best opportunity to gain track position. In deciding your strategy, you are essentially trying to determine what will take the least amount of time overall during a race. Few stops with a slower, heavier car, or more stops with a lighter, faster car. So how do you decide on the perfect strategy? Do you one stop, two stop, or even three? Well, here are some simple guidelines to help you. Assuming you're considering a one-stop strategy, ask yourself this question. Can the car carry enough fuel to run to the halfway point in the race? If the answer is no, then you need to look at a two-stop strategy. However, if the answer is yes, then you need to decide if your lap times on a heavy fuel load and one pit stop will be faster overall than your lap times on a lighter fuel load and two pit stops. One stop does not allow pit stop flexibility, but runs less risk as the car is only stationary once. If you find yourself considering two stops, then think about these factors. How much time is spent in the pit lane at this particular circuit? If the time is shorter than normal, you may consider a three-stop strategy. Again, you must decide if your lap times and a two-stop strategy will be faster overall than your lap times on a very light fuel load with three pit stops. Two stops do allow greater flexibility in deciding when to pit. This decision could be affected by unpredictable factors such as traffic and weather. Three stops allow you to run an extremely light car with high levels of grip from the tyres. This strategy works well if you're at the front of the grid and the car can run unhindered by traffic. Using these simple guidelines, you should be able to determine your own pit stop strategy. However, keep in mind that this doesn't take into account important factors such as tyre wear or fuel consumption. But then, not even the teams who use complex mathematical models can come up with a perfect strategy. Bin etwas ins Hintertreffen geraten, habt ihr gemerkt? Das ist ja praktisch der Untertitel, der hier links angezeigt wird. Nicht die perfekte Strategie heute
20 Jahre später haben die ganz andere Möglichkeiten, um die Strategie auszurechnen. Auch damals war das schon hochkomplex. Man war der Zeit voll auf der Höhe der aktuellen Zeit, aber Gegebenheiten ändern sich halt, Rechenleistung und all sowas. Aber wie cool das ist, so ein Video zu bekommen. Gut, gibt's auch bei Codemasters die Tutorials, aber sowas gab's ja auch schon. Cool, oder? Dann kann man aber auch bloß Text bekommen, zum Beispiel bei der Strecke. Gehen wir mal auf den Hockenheimring. Streckenlänge, fast 7 Kilometer. Fast 7 Kilometer, Moment. Oh. Spa. Das letzte Ergebnis 2000 noch. Da. Auch fast 7 Kilometer. Die beiden haben sich mal nicht viel gegeben. Der Hockenheimring. Oh ja, das 2000er Rennergebnis, als Barrichello auf dem Treppchen dann in Tränen ausgebrochen ist. Oh Mann, so cool. Also das Rennen, was er da geleistet hat, nicht, dass er rumgeweint hat, wobei. Das war absolut sympathisch. Streckeninfo, ebene Streckenoberfläche, viel Grip, mittlerer Reifenverschleiß, hoher Treibstoffverbrauch, Einstellung auf geringen Anpressdruck empfohlen. Außer im letzten Sektor, aber überwiegend ja geringer Anpressdruck, weil verdammt viel geradeaus. Die Atmosphäre am Hockenheimring sucht ihresgleichen. Der Kurs ist zwar einer der längsten, doch führen die ansehnlichen Geraden durch ein Waldstück, sodass alle Tribünen auf einem kleinen Bereich, auf einen kleinen Bereich beschränkt sind. 100.000 Zuschauer finden dort Platz. Ursprünglich handelte es sich um ein Testgelände für Mercedes und lange Zeit war Hockenheim vor allem als der Kurs in Erinnerung, auf dem Jim Clark das Leben verlor. Heute ist der Ring das Mekka aller Fans von Michael Schumacher, die ihre Anwesenheit beim großen Preis von Deutschland so lautstark wie möglich bekunden. Eine vollgepackte Arena mit bunten Farben und dröhnenden Krachern sorgen bei der Boxenausfahrt eben dort, wo das Rennen beginnt, für eine einmalige Kulisse für Augen und Ohren. Heißt der Sieger Schumacher, steigt der Lärmpegel nochmal um das Zehnfache. Bei der Anfahrt zum Ring geht es zunächst durch ein Waldstück, wo sich zahlreiche kampierenden Fans zu einer öffentlich 4 Tage anhaltenden Party einfinden. Dann gelangt man in ein kleines Dorf, ein gallisches Dorf. An der Stelle, wo man meint, man ist falsch abgebogen, ist dann der Zugang zu einer der härtesten Strecken des Rennkalenders zu erblicken. Die optimale Fahrzeugeinstellung zu finden, ist in Hockenheim immer eine verflixt schwierige Aufgabe. Einerseits braucht es sehr niedrigen Anpressdruck, um auf den langen Geraden möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Andererseits ist darauf zu achten, dass man im Tribünenabschnitt genug Grip hat, um sich nicht vor 100.000 Zuschauern durch einen Ausrutscher blamiert. Das kam mir beim Vorlesen gerade komisch vor, hab gedacht, ich habe wieder irgendwas verhunzt, aber nein. Späte Bremsmanöver am Ende der Geraden bieten gute Überholmöglichkeiten. Doch Vorsicht, die nicht gerade breite Piste ist voller enger Schikanen. Ja, und jetzt kommt das Traurige. Das ist der letzte große Preis auf dem heutigen Hockenheimring. Umfangreiche Umbauten sind fällig, um das Fassungsvermögen auf den Tribünen zu erhöhen und die Zufahrt zu optimieren. Nach der Neugestaltung wird der Kurs nur noch 4,3 Kilometer lang sein. Die Kosten belaufen sich auf 30 Millionen. Ist die Frage, wann wurde das geschrieben, weil den Euro gab es ja Anfang 2002. Aber hat man einfach weggelassen, damit man sich nicht in irgendeine Nessel setzt. Da 2002 schon gefahren werden sollte und die Umbauten wohl schon sehr weit vorangeschritten waren, nach 2001, nach dem letzten Rennen. Nee, die wurden erst Ende 2001 begonnen. Ach egal, mit den Arbeiten soll im Oktober 2001 begonnen werden. Für den großen Preis 2002 soll alles fertig sein. Ja, Hockenheim
Modernisierung und allen voran dieser Strecke zu bewirtschaften, zu unterhalten. Das war in der alten Variante mit 7 Kilometern bedeutend schwieriger. Und bestimmt hat man auch Fördergelder bekommen mit dem Kompromiss. Hier, ihr fahrt nicht mehr durch den Wald, aber dafür wird der Wald wieder aufgeforstet. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man das gesagt hat. Umbau des Hockenheimrings, okay, unterstützen wir, aber dafür müssen neue Bäume gepflanzt werden. Dafür nicht mehr durch den Wald, dafür dann drumherum und die alte Strecke wird aufgeforstet. Ach je, es ist so schade. Der alte Hockenheimring. Hauptmenü. Na gut. Ach, sauber habe ich vorhin gar nicht erwähnt bei meiner... Natürlich ist sauber auch sauber geblieben mit Alfa Romeo, aber immer noch steht die Sauber Motorsport AG hinter dem aktuellen weinrot-weißen Formel 1 Team. Ferrari ist Ferrari geblieben, McLaren ist McLaren geblieben, Williams ist Williams geblieben, Benetton ist heute Alpine, BAR ist Mercedes, Jordan ist Aston Martin, Arrows ist weg, Sauber ist geblieben, Jaguar ist jetzt Red Bull, Minardi ist jetzt AlphaTauri und Prost ist auch weg. Nun gut, dann würde ich aber mal sagen, wird die Folge hier erstmal so enden und nächste Folge geht's dann woanders weiter. Mal gucken wo. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und tschüss.